herzlich willkommen zur Telewette, heute wieder aus Neuss. Sie sehen, es ist ein bisschen arg neblig. Bei der Hinfahrt hier von Wuppertal aus über die Südbrücke, da konnte man selbst von da oben den Rhein nicht mehr sehen. Wir hoffen, dass unser Rennkommentator Pan Krischbin heute für Sie zumindest in den ersten Rennen erfolgreich in Nebel stochert. Wir geben uns alle Mühe, wir hoffen, dass das Wetter ein bisschen besser wird. Wir werden sehen, was der zweite Start bringt. Und das verrät uns jetzt im Nebel von Neuss Pan Krischbin. Galoppiert durch die Nordseite. Innen ist Alias Quartus an der Spitze vor Wild Werner. Und da sind die Pferde verschwunden im Nebel. Und es wird gleich Richtung der Gegenseite gehen. Die Spitze hatte ja Alias Quartus übernommen vor Well Done. Und jetzt müssen wir warten, bis die Pferde aus dem Nebel auftauchen. Juri! 150 Juri, Meter vor dem bist Ziel. Du? Ich mache jetzt 32 Jahre Fernsehen in Deutschland. Habe alleine im letzten Jahr habe ich 63 Shows gemacht. Dann werde ich pausenlos wiederholt in allen dritten Programmen. Und es gibt Zuschauer, die können mein Gesicht nicht mehr sehen. Deshalb werde ich ab jetzt, den Rest meiner Karriere, so mit dieser Tüte auftreten, damit diese Leute sich nicht mehr daran stören. Um ganz ehrlich zu sein, was der geschätzte Kollege Carell gerade gesagt hat, ist nur zur Hälfte richtig. In Wirklichkeit handelt es sich hierbei um eine ganz neue Behandlungsmethode der plastischen Chirurgie. Holländisches Facelifting. Einfach die knittrige Rübe abschrauben, eintüten und für ein paar Tage in die Niederlande schicken. Dort wird dann 2 bis 3 Mal drüber gebügelt und fertig ist das neue Outfit. Schnell, billig und zuverlässig. Und seien wir mal ehrlich, ist doch schöner als vorher, oder? Mit am Start der Gasthaus Belgien Hypnotic Rhythm. Jetzt kann man auf dem Monitor sehen, dass Alias Quartus die Spitze hat. Das Feld ist in der Gegenseite. Alias Quartus vorne, der hat die Spitze. Jetzt ist das wieder nicht so gut einsehbar, das Bild. Und das Feld galoppiert in die Südseite, aber hinein. Ich glaube, es ist wieder einmal an der Zeit, ein weiteres der ganz großen Missverständnisse unserer Tage aufzuklären. Nämlich, nicht jeder fette Tenor mit Bart, der mit gepresster Stimme und 2 Kumpels aus der Männergruppe besoffen ein Lied singt, ist Pavarotti. Und wie qualvoll auch immer sie sich die Töne aus der Kehle drücken, diese 3 trällernden Cannelloni-Brüder haben mit Pavi and Friends noch weniger gemein als Rita Süßmuth mit Pamela Anderson. Und die können wenigstens noch beide schwimmen. Aber dieser peinliche Dick- und Doof-Dreireiher hat ja, außer dass der geliehene Frack ein bisschen spannt, absolut keine Ähnlichkeit mehr mit dem Original zu bieten. Also Jungs, geht nach Hause, gründet eine Jodel-WG, legt euch einen Techno-Beat unter die Blähung und singt euch nachts zum Einschlafen gegenseitig die Federn aus den Kissen. Aber ohne uns, okay? So geht es jetzt durch die Nordseite. Tibor an der Innenseite knapp im Vorteil. Dicht auf Mystico mit Magic Heights. Weiter außen Aloha Hawaii. Dabei ist auch Napoleone. Und so geht es jetzt gleich in die Gegenseite hinein. Schau das Alpenglühen über Bergsee. Ja, so schön ist nur unsere Welt. Schau den Wasserfall dort am Felsen. Das erste Sternlein am Himmel zählt. Die eine Töle haben wir schon mal. Entschuldigen Sie bitte, dass ich nicht früher eingegriffen habe, aber ich kam wirklich so schnell ich konnte. Momentan ist es überall dasselbe.
Es wird langsam wärmer, die Volksmusikanten werden läufig und dann jaulen die einem die Ohren voll, bis der Arzt kommt. Und ich meine, da kann man noch so ein friedlicher Hund sein. Wenn die einfach nicht mehr aufhören, dann ruft selbst der gutmütigste Bernhardiner den Jodelfänger. Es geht ja auch an die Nerven, ne? Naja, bei ihr werden wir noch mal schauen, ob sie vielleicht irgendwann wieder ruhig wird im Zwinger. Wenn sie nichts mehr zu fressen kriegt, ne? Vielleicht finden wir ja sogar ein nettes Herrchen für sie. Ein schwerhöriges. Aber von ihm müssen wir uns, glaube ich, endgültig, sagen wir mal, verabschieden, ne? Tja, schade um die beiden, aber irgendwie auch selber schuld, oder? Die Pferde auf dem Bildschirm jetzt schemenhaft zu erkennen. Innen Tibor an der Spitze, Mystico ist dicht auf, unverändert diese beiden vorne vor Magic Heights, innen Notre Rubin dabei, ebenso Aloha Hawaii und Napoleone mischt mit. So nähert sich das Feld jetzt gleich der Zielgeraden. Hey, Moment mal, du bist gar nicht mein Pferd! Falls auch Sie immer gedacht haben, schlimmer als die verfilzte Kelly-Sippe könnte es ja nicht mehr kommen, dann haben Sie noch nicht Ihre neueste, fehlgezüchtete Mutantenversion aus Frankensteins Kopierstraße gesehen. Die Kersten-Family. Unklar ist bislang, ob es sich bei dieser Erscheinung um ein außerirdisches Genexperiment zur Vernichtung der menschlichen Intelligenz handelt oder doch nur um fehlgeleitete Fangeschwister, die noch nicht den Unterschied zwischen Musikdarbietung und akustischer Vergewaltigung begriffen haben. Auf jeden Fall hat Familie Munster inzwischen sogar eine CD aufgenommen, tourt gnadenlos als kuriose Freakshow-Performance durch sämtliche TV-Magazine und zeigt uns, wie es aussehen könnte, wenn man weiter Schafe klont und mit einem Floccati-Teppich kreuzt. Vielen Dank, nett gemeint, liebe Kerstenklopse, aber im Moment haben wir keinen Bedarf. Die Originale sind nämlich schon gruselig genug. Alias Quartus hat das Kommando, das kann man erkennen. Dahinter ist Well Done, der sich anfassen lässt, in zweiter Position vor Rooftop Flyer. Das sind die ersten drei Pferde. Die Spitze bei Alias Quartus vor Well Done, dritter. Nacht Express nach Saint-Tropez, oh, bring mich schnell nach Saint-Tropez. Ja, 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 denn wenn ich am Fenster stehe, im Nacht Express nach Saint-Tropez, ja, 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 träum ich vom weißen Strand, wo die Liebe, die große Liebe ich fand. Holiday in Saint-Tropez, oh, machen wir in Saint-Tropez, ja, 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 und den Twist von Saint-Tropez, tanzen wir in Saint-Tropez, ja, 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 in zwei Stunden komm ich an. Na, hoffentlich. Da lege ich aber gern noch eine Schaufel Kohle nach, wenn ich den hüpfenden Hibbeloper dann endlich loswerde. Der muss nämlich zu seiner Tante Anna nach Saint-Tropez. Da ist heute Senilendisco mit Galamabohle und Zahnersatz-Bingo auf Schloss Faltensack. Und Teddy Parker, dieser Rentner Robbie Williams mit dem nekrophilen Lächeln, macht da das Showprogramm als Ein-Mann-Boy-Group, gleich nach dem Krampfader-Contest. Und während der ganzen Fahrt dorthin tänzelt er durch die Abteile wie ein zugekokster Massenmörder in der Musical-Version von Psycho. Naja, zum Glück sind es ja nur noch 2 Stunden, bis das alte Grinsephantom in Sand Transsilvanie den Geisterzug verlässt. Das halte ich auch noch durch. Hauptsache, er hat keine Rückfahrkarte.
Sie sollten sich unbedingt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn das noch nicht geschehen ist, ein Tele-Wettkonto leisten. Denn wenn Sie die Steuerreform nicht verstanden haben sollten, es soll ja solche Mitbürger geben, kann ich Ihnen sagen, Wettgewinne, die sind in Deutschland erfreulicherweise steuerfrei. Hier ist der Schlüssel zu einem Tele-Wettenkonto 01805 21 21 25. Das ist unsere Infoline. Ich setze noch einmal darauf, dass der Nebel sich ein bisschen lichtet. Wir zeigen Ihnen noch einmal den Zieleinlauf des zweiten Rennens. Obwohl Sie sich den natürlich auch genauso gut in einem türkischen Dampfbad anschauen können. Oder Sie lassen sich einfach von Ihrer Frau mal kurz die Brillengläser anhauchen. Das ist ungefähr das Gleiche. Ich fasse daher noch einmal kurz den Zieleinlauf zusammen. Auf dem ersten Platz Mystico, Wildfire, Pizzablitz oder Wirbel, ganz genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall eins von den dunkleren Pferden. Dahinter Rooftop Flyer oder Pain in the Ass. Es kann aber auch die Mutter des Jockeys gewesen sein, so gut war das nicht zu erkennen. Dann Wild Runner rückwärts vor Well Done und Fuck Off. Wobei es aber auch gut möglich ist, dass es Aloha Way hinter Hotte Hü und über Burning Pimmel gewesen ist. Vielleicht war es aber auch eine Kuh oder ein Trecker. Auf jeden Fall sehr verschwommen, nur zu sehen von hier oben. Magic Heights, so hörte ich, hat sich in der Richtung geirrt und ist momentan noch auf der A2 unterwegs. Elias Quartus und Primus von Quark sind versehentlich in die Freibank geritten und werden gerade zu Salami verarbeitet. Die anderen Pferde irren noch orientierungslos auf der Rennbahn herum, sowie in der Fußgängerzone von Neuss. Ich hoffe, Sie hatten trotzdem Spaß bei Ihren Wetten und schalten auch in der nächsten Woche wieder ein. Oder hören einfach Radio, da gibt es jedenfalls mehr zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Premiere exklusiv präsentiert. Zeus und Roxanne. Zwei Gegensätze prallen aufeinander. Rockstar Terry, gespielt von Steve Guttenberg, und seine Promenadenmischung Zeus ziehen in das Nachbarhaus einer ruhigen Delfinforscherin. Mary Beth. Dunhill.